gut, er hat immer noch 12 Punkte Vorsprung, ne? Kevin Butler lag vor dem letzten Rennen der Formel-1-Meisterschaft 2018 im Punktestand gleich auf. Allerdings hätte Butler den Vorsprung dank einer größeren Anzahl an Rennsiegen. Okay, das habe ich jetzt nicht gerade. Ach, ich hasse das, wenn ich den Text nicht lesen kann. Hier sind wir also in Abu Dhabi. Jedes einzelne Event im Formel-2-Kalender hat uns hierher geführt. Zur letzten Veranstaltung der Meisterschaft. Die Chancen stehen gut, dass dieses Spektakel genauso spannend wird, wie wir es uns erhofft haben. Der Yas Island Circuit bietet 21 Kurven und eine Rundenlänge von 5,47 Kilometern. Es gibt ein paar Überholmöglichkeiten, darunter zwei lange Geraden und DRS-Zonen in den Kurven 8 und 11. Die Fans werden sich also auf knappe Abstände, hohes Tempo und vor allem viel Spannung freuen dürfen. Zum letzten Mal in diesem Jahr begrüße ich Davide Valsecchi an meiner Seite. Davide, ich freue mich, dass du hier bist. Ich brauche nämlich ein wenig Unterstützung, all das hier zu verarbeiten. Die Spannung ist kaum noch zu toppen, oder? Das sehe ich genauso, Alex. Und zwar hundertprozentig. Das ist das perfekte Finale. Zwei Fahrer liegen so weit vorne, dass einem von ihnen auf jeden Fall der Titel gehören wird. Doch nach einer spektakulären Leistung von Devin Butler im gestrigen Rennen sind die beiden nun punktemäßig vollkommen gleich auf. Wer von den beiden auch immer die Ziellinie als erstes überquert, gewinnt auch die Meisterschaft. Ich kann's kaum erwarten. Also müssen wir ihn tatsächlich eigentlich nur schlagen. Also, das ist das letzte Rennen der Saison. Du musst nur eine bessere Platzierung als Devin erzielen, dann bist du am Ende der neue Formel 2 Weltmeister. Bleib cool, viel Glück! Ja, ich nehme das hier. Ich habe ja da noch kein Setup für drin für Abu Dhabi. Deswegen werden wir so arbeiten. Dann gehen wir rein ins letzte Rennen. Sechs Rundchen an. Mir gerade herzlich egal. Hauptsache ich hab ihn. Hauptsache ich hab ihn kassiert jetzt. Momentan führen wir eigentlich das Rennen. Das ist immer das Gute. So, jetzt versuche ich da natürlich im Windschatten an meinen Teamkollegen ranzukommen. Klasse Manöver, bei dir sieht das so einfach aus. Hab ihn. Ich hab sogar den davor noch kassiert, also bin ich jetzt momentan auf 3. Ich will das Ding hier natürlich gewinnen, klar. So, vor uns ein Karlin-Auto. Die das letzte Event ja gewonnen haben, wo wir dabei waren. Dankeschön fürs Wegbremsen. Hat er schön die Tür zugeworfen. Sagen auf P6 ist es mir tatsächlich egal, wir sind Zweiter. Hauptsache, wir könnten auch Fünfter sein, Hauptsache, wir müssen ihn nur packen. Wir sind klar schneller als der Kollege hier vorne. So, jetzt bin ich vorbei. 1,59,4. Schön vorbeigearbeitet. Sechster Platz.
Ja. Jetzt müssen wir natürlich holen. Na gut, das ist keine ist eine wichtige Information, aber wie gesagt, solange wir Erster sind, ist das auch herzlich egal, wo der hängt. Kann auch Zweiter sein, mein Ding. Die Lücke scheint ein bisschen größer zu sein. Das ist gut, dass das mein Teamkollege noch davor hängt. Also der braucht den auch nur aufzuhalten. Der hier. Gut gemacht, du bist die bislang schnellste Runde des Rennens gefahren. Devin ist jetzt so. P6, sechster Platz. Jetzt haben wir, der ist aktiviert, aber da sind wir jetzt momentan raus. 1,2 haben wir momentan Vorsprung auf den Zweitplatzierten. Also sind wir jetzt ein bisschen. Das Polster zwischen dir und deinem Verfolger pro Runde um einige Sekunden. Eine Sekunde? Einige Sekunden, das ist schon mal gut. Ich habe das jetzt sehr keine Ahnung, der Abstand nicht zu uns, sondern von Alban. Solange er immer noch auf P6 rumgurkt, kann er mir gar keine. So müsst ihr echt aufpassen, dass wir hier nicht immer so wieder zu weit rauskommen. Ich glaube, alles groß. Devin ist jetzt auf P6, sechster Platz. Neue Rundenzeit, 1:53,8. Aber die Folge natürlich sehr, sehr lang dauert, das ist mir klar. Das sind ja schließlich nur 3 Events, die wir haben, aber wenn man die Formel 1 filmt, muss man halt arbeiten, liebe Leute. Das Ding hat nur 6 Gänge, okay. Ich wollte gerade hochschalten auf den 7. Der Abstand ist groß, ja. Der Abstand ist sehr, sehr groß da hinten.
USA. Wir wollen natürlich vergessen wir momentan und ja, ja, solange noch nicht unter Top 3 ist, ist auch okay. So. Ja, die Runde ist natürlich verkorkst für den zweiten Sektor. Aber wir müssen nicht mehr wirklich auf Gas gehen, sondern einfach nur auf sichern, das Auto halten und gut ist. 8 Sekunden mittlerweile der Vorsprung. Viele, viele Neuerungen, liebe Leute, in F1 2019 mittlerweile. Auch klar, das Hard fällt natürlich auch absolut auf. Aber es gibt eine weitere Neuerung in F1, in der Formel 1 an. Wenn es euch ein Fahrer sagt, würde ich sagen, mal zum Hülkenberg, hat jetzt gesagt, ich habe jetzt keinen Bock auf Renault, ich möchte ein Top-Team haben. Kann das theoretisch passieren, dass er dann tatsächlich sagt, okay, er wechselt euch mit Leclerc in den Ferrari. Das Leclerc würde dann in den Renault wechseln und Hülkenberg in den Ferrari. So kann das passieren. Wie, zum Beispiel, wie in FIFA zum Beispiel auch. Das sind aber Spieler dann, oder Fahrer in diesem Sinne, dann die Cockpits einfach wechseln. Das macht vielleicht auch viel aus. Also wir wären auf jeden Fall safe, wenn es möglich ist, das Williams-Team nehmen. Sektor 1 war sogar violett, 9,6 momentan der Vorsprung. Und wieder dieses Rauweite rauskommen. Hier am Hotel. So, geht es in die letzte Runde gleich, liebe Leute. Und nochmal eine schnellste Runde. So kann man nochmal ein Zeichen setzen. So, jetzt versuchen wir nochmal in der letzten Runde vielleicht ein bisschen zu basteln. 11,2. Also die Verfolger kommen überhaupt nicht daher. Erster Sektor nicht violett. Ja, mal gucken, wie wir fahren. Jetzt letzten Meter. So, vielleicht packen wir noch mal einen drauf jetzt in der letzten Runde. Nico Kari ist ausgeschieden, unwichtig für uns. Steht hier vorne, ist aber, wie gesagt, nochmal sehr, sehr unwichtig. Die letzten Kurven und dann haben wir den Titel. Und im letzten Rennen einen wichtigen Sieg feiern. Yes, Baby! Leider keine neue schnellste Runde, aber das ist auch jetzt egal. Träume werden wahr. Hier ist unser Sieger, der sein Bremer in den Parc Fermé fährt. Was für ein fantastisches Rennen. Na, Davide, war es das, was du dir erhofft hast? Dieses Rennen hatte alles, was man sich wünschen konnte.
Rivalität, Spannung, Aufregung. Zwischen diesen zwei Fahrern herrschte schon die ganze Saison ein erbitterter Zweikampf. Und dass es am Ende ein Kopf-an-Kopf-Rennen bis zur Ziellinie wird, sowas gibt es nicht oft. Devon hat während der gesamten Meisterschaft eine gute Leistung gezeigt, aber heute geht die Auszeichnung an seinen Rivalen und neuen Formel-2-Weltmeister. Yes! Dieses Resultat besiegelt auch den Weltmeisterschaftstitel der Formel 2. Glückwunsch an unseren Sieger nach einer spektakulären Saison. Jetzt würde ich gern von dir wissen, Davide Valsecchi, wer dein Fahrer des Tages war. Keine leichte Entscheidung, aber heute war das für mich der Prema-Pilot. Er hat so hart gekämpft und war unglaublich schnell. Heute konnte ihm niemand das Wasser reichen. Prema hat sich nun endgültig von der Konkurrenz abgesetzt und ist nicht mehr einzuholen. Der Gewinn der Teammeisterschaft ist ein weiterer Triumph für das Team. Nach all der Aufregung ist es nun erst einmal Zeit, sich etwas auszuruhen. Danke, dass Sie bei uns waren. Bis zum nächsten Rennen. Ja, und aus 12 Punkten Rückstand wurden 13 Punkte Vorsprung. Das war wichtig. Das war sehr, sehr wichtig. Wir haben es geschafft, liebe Leute. Wir haben es gepackt. Kein guter Tag heute da draußen. Sprechen wir darüber, was passiert ist. Was? Sie haben sich den Fahrertitel geholt. Wie fühlt sich das an? Das war ein aufregendes Ende für diese Saison. Wie haben Sie das Rennen erlebt? Es gibt Gerüchte über eine mögliche Zukunft in der Formel 1 für Sie. Ist da was dran? So, natürlich. Klasse, das war dann alles. Ach. Schön. Natürlich müssen wir jetzt einen Moment warten. Glückwunsch. Genieße es, denn es war das letzte Mal. Devon, es ist okay, sich zu ärgern. Es hat nicht viel gefehlt. Wir wissen doch, dass es ganz anders ausgegangen wäre, wenn ich nicht diese lächerliche Strafe erhalten hätte bei... Immer nur am Jammern. Tja, irgendwie hast du heute eine Menge richtig gemacht. Echt toll. Du hast den Sieg gebraucht. Für mich war das immer nur ein Sprungbrett in die Formel 1. Oh, ihr zwei. Ihr habt jetzt zu tun, wenn ich nicht mehr da bin. Ihr müsst jetzt beweisen, dass es nicht nur Glück war, was euch hierher gebracht hat. Sicher. Ein Sieg ist Glück. Ein Meisterschaftssieg ist Talent. Wirklich? Dann vergiss nächstes Mal nicht, wenn du dieses tolle Talent nutzt, um jemanden zu rammen und dessen Punkte zu stehlen, dass andere nicht so nachsichtig sind wie ich. Also, das hat viel Spaß gemacht. Aber ich muss gehen. Unterschriften, wichtiger Papierkram. Du verstehst das sicherlich. Ciao. Und tschüss. Also, dieser Sieg bedeutet viel Aufmerksamkeit. Mein Tipp, wähle weise. Sonst hast du schnell jemanden wie Devon als Teamkollegen. Los, lass uns feiern. Auf jeden Fall. So, 2 Monate später am London Büro des Agenten. Die Stunde der Wahrheit, liebe Leute. Wähle eines der Formel 1 Teams und das machen wir dann im nächsten Part bei Let's Play F1 2019. Und dann geht's erst so richtig los mit Freitag mit dem freien Training. Wie alles so gehabt. Naja, tschüss.